Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starfield. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen jetzt die Aktivitäten mal starten und wir reden zuerst mit unserer Sarah Morgan. Nachdem wir jetzt kurz Zeit haben, wie geht es dir? Nach deinem Erlebnis im Tempel hast du alle in der Loge ziemlich erschreckt. Ich fühle mich genau wie vorher, bevor ich den Tempel entdeckt habe. Ich fühle mich so mächtig, als würde Energie durch meine Adern strömen. Ich fühle mich verwirrt, als würde ich nicht verstehen, was mit mir geschieht. Die letzte. Eine sehr vernünftige Antwort. Nach allem, was ich gehört habe, hat dein Körper eine fast nicht zu quantifizierende Menge einer uns völlig unbekannten Energie absorbiert. Wir haben es mit etwas zu tun, was der Wissenschaft völlig unbekannt ist. Wer weiß, wie sich das Erlebnis auf dich ausgewirkt hat. Kann es sein, dass man meinen Rechner hört? Weil ich gucke auf mein Mikro, ich sage nichts und es schlägt trotzdem aus. Mal gucken. Nett, dass du das, dass du dich sorgst, aber ich schwöre dir, ich fühle mich bestens. Ehrlich gesagt, habe ich eine Heidenangst. Bring mich zu deinem Anführer, Mensch. Ist die Energie gefährlich? Okay. Gut. Freut mich, das zu hören. Der Tempel beweist, wir haben es mit Wesen unbekannter Herkunft zu tun. Leider haben wir nicht den Hauch einer Ahnung, welche Absichten sie hegen und wohin sie verschwunden sind. Ich glaube nicht, dass bösartige Wesen mir diese neue Fähigkeit geschenkt hätten. Hätte diese Wesen mir schaden wollen, wäre ich längst tot. Jetzt machst du dir langsam Sorgen. Du glaubst, er würde von Aliens gebaut? Das mag sein. Vielleicht hattest du aber auch einfach Glück. Genau das ist es ja. Ich fürchte, wir befinden uns fast völlig im Blindflug. Wir wissen im Moment nur eines mit Gewissheit. Wer auch immer die Artefakte erschaffen hat, hat auch den Tempel errichtet. Alles andere ist Spekulation. Da können wir auch Theorien an die Wand schreiben und mit verbundenen Augen Pfeile darauf werfen. Ich hätte gedacht, dass du das aufregend findest. Du klingst schrecklich frustriert. Ich finde, du nimmst das alles viel zu ernst. Die Constellation hatte noch nie von diesen Tempeln gehört. Eher frustriert klingt die Frau, gell? Ich bin nicht frustriert, sondern fasziniert. Okay, da musst du es anders rüberbringen. Überleg doch mal, welche Bedeutung diese Forschungen haben. Allein welche Fragen sie aufwerfen. Für wen wurde dieses wundersame Bauwerk errichtet? Wann haben diese Wesen in unserem Universum gelebt? Sind sie da draußen noch irgendwo? Vielleicht waren diese Tempel von Anfang an für die Menschheit bestimmt. Die Artefakte der Tempel, diese Kraft, das ist alles ein einziges Mysterium. Klingt, als wäre das einer der Gründe, warum die Constellation existiert. Und das zweite. Ja, ein Mysterium, das ich... Nein, hoffentlich wir beide unbedingt ergründen wollen. Ha, lustig. Früher dachte ich, die Artefakte wären das Nonplusultra der wissenschaftlichen Entdeckung. Das große Geheimnis unserer Zeit. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass sie zu etwas so Gewaltigem führen. Ich hoffe nur, dass du das, was es auch ist, unbeschadet überstehst. Ich könnte mir keinen besseren Partner für diese merkwürdige Reise wünschen. Und ich dachte, ich wäre das neue Versuchskaninchen der Constellation. Flirten? Und ich dachte, ich wäre der Gegenstand deiner kühnsten Träume. Nee, das ist noch zu früh. Wir nehmen die erste. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich habe dich lange genug aufgehalten. Ich kann nur versprechen, dass ich dich das nicht allein durchstehen lasse. Was auch geschieht, ich begleite dich und bin immer an deiner Seite. Versprochen. Ein bisschen creepy, wie Andrea da hinten steht, gell? Ja. Was machst du da? Etwas, worüber ich reden möchte. Jetzt geht's los. Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Dass die Artefakte sich anfühlen, als würde pure Energie durch deine Adern strömen?
Tja, das hat mich ins Grübeln gebracht. Also habe ich in unserem Archiv alte Constellation-Tagebücher durchstöbert. Mir war dieses Erlebnis zwar nicht vertraut, aber deswegen muss das für meine Vorgängerin noch lange nicht gelten. Wie? Hä? Ich habe dir jetzt gerade erst davon erzählt, dass es mir durch die Adern geht. Okay, egal. Du hast deine Vorgänger bisher noch nie erwähnt. Ich möchte gerne später darüber sprechen. Waren die alten Tagebücher denn irgendwie hilfreich? Leider nein. Abgesehen von dir und Barrett gab es wohl keine direkten Begegnungen mit den Artefakten. Ich muss aber gestehen, dass ich auch ein wenig vom Schwelgen in Erinnerungen abgelenkt wurde. Wirklich? Das wundert mich aber. Als ich die Tagebücher gelesen habe, sind all die schönen Erinnerungen an meine Zeit mit Aja zurückgekommen. Ich finde, wir sammeln auch schöne neue Erinnerungen. Aja muss ja ein toller Mensch gewesen sein. Wenn du so weiterredest, werde ich noch eifersüchtig. Aja? Das war sie. Und wie? Aja hat mir bei der Constellation alles beigebracht. Mich als ihren Schützling unter die Fittiche genommen. Vielleicht wollte sie nur den Neuling im Auge behalten. Der Neuling wird der Vorsitzende an die Seite gestellt. Kommt mir bekannt vor. Es muss eine echte Ehre gewesen sein, mit dem Boss arbeiten zu dürfen. Hey, ich habe meinem alten Boss ein paar Ideen geklaut. Und? Jedenfalls haben wir viele interessante Entdeckungen zusammen gemacht. Aber die Reise selbst war das eigentlich Tolle. Das kann ich nachvollziehen. Die Reise langweilt mich, aber ich lebe für die Zielorte. Habt ihr zwar etwas entdeckt, von dem ich schon einmal gehört haben könnte? Das Letzte? Wir haben stellare Phänomene katalogisiert, ein paar bewohnbare Welten und einzigartige Lebensformen. Aber nichts, worüber SNN berichten würde. Exakt. Mir waren die ruhigeren Momente am wichtigsten. Es gab nichts Schöneres, als sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Raum sich krümmt, während Aja lebendige Geschichten erzählt. Diese kuschelige Isolation ist die beste Art, jemanden kennenzulernen. Ist mir aufgefallen. Ich bin auf dieser Reise wohl der Schützling. Gut zu wissen, weil ich nämlich scharf auf deinen Posten bin. Kuschelige Isolation? Nehmen wir das Zweite. Ich würde sagen, du hast den Schützling auf der Leiter schon hinter dir gelassen. Wenn wir so über Aja reden, wird mir wieder klar, dass unsere Zeit ein Geschenk war. Ich vermisse sie. Oh, ist sie tot? Klingt, als wärt ihr verliebt gewesen. Wenigstens hat sie dir den Posten als Vorsitzende überlassen. Nein, in Rente. Ach Gott sei Dank. Sie lebt, glaube ich, auf Purima 2. Da fällt mir ein, falls wir jemals so weit draußen sind, könnten wir sie vielleicht besuchen. Dann kann ich euch vorstellen. Ich werde mich bemühen, unsere Reise ebenso angenehm zu machen. Ich weiß nicht, es klingt, als wäre es schwer, in ihre Fußstapfen zu treten. Naja, ich bin hoffentlich ein geeigneter Ersatz. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, Aja, jetzt zu besuchen? Das Erste. Ich erwarte keine Kopie von Aja. Sei einfach du selbst. Wir haben offensichtlich beide das Verlangen, die Mysterien des Alls zu ergründen. Und das... Tja, das fasziniert mich an dir. Tja, du hast mich vollkommen durchschaut. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, falls du falsch liegst. Ich würde gerne genauer erkunden, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe, jemandem so nah zu sein. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, wie mein Leben sich entwickelt hat, würde sich dein Bild von mir ändern. Bitte, lass mir etwas Zeit. Ich muss gehen.
Okay, Missionsstatus. Aktivitäten. Haben wir das jetzt beendet oder nicht? Müssen wir mal gucken. Aktivität. Beendet. Sieht so aus. Ich finde es auch nicht mehr im Log. Okay. Schließe ein Forschungsprojekt ab. Machen wir das als nächstes? Ja, machen wir das als nächstes. Ein Forschungsprojekt abschließen. Platziere den Handscanner. Ah ne, Quatsch, hier oben sind wir. Da. Genau. Ist das jetzt auch markiert? Hey Sarah, kommst du klar? Die Verantwortung ist sicher nicht leicht. Musstest du mich daran erinnern? Aber geht schon. Bedien dich ruhig an der Bar. Ich trinke zwar nicht, aber wenn ich es täte, könnte ich jetzt sicher einen Vertrag. Danke dir fürs Angebot. Aber wir wollten jetzt irgendwie ein Forschungsprojekt abschließen. Haben wir hier eine Karte, wo das genauer beschrieben ist? Ach, warte mal. Ah, wo taucht denn das auf? Das kann man nicht auf der Karte zeigen. Warte, dann ziehe ich das zurück. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Die Karte? Boah, super toll. Hier. Gottchen. Hä? Soll ich da wieder reinlaufen? Ist das denn ernst? Das ist da drin. Warum? Das war schwach. Ich finde es sehr beruhigend, dass hier vermutlich niemand versuchen wird, uns zu töten. Ah, hier unten. Pharmazeutisches Labor. Anzug. Die Anzugswerkbank. Okay. Lass mal sehen. Mutzplatz hier. Oh, nein. Polymer fehlt uns. Bioblocker fehlt hier. Können wir den Anzug wenigstens modifizieren? Echt jetzt? Kosmetik fehlt uns? Polymer. Klebstoff. Können wir was für den Helm basteln? Fehlt uns auch die Kosmetik wieder. Dann schauen wir mal zu dem pharmazeutischen Zeug. Beziehungsweise, ich könnte ja mir das ganze Zeug von den Leuten holen. Aber wir schauen erst einmal. Ah, hier, das können wir machen. Herstellen. Bestätigen. Ja, das machen wir auch. Das ist eigentlich auch ganz wichtig. Können wir zwei machen.
Verwendest du das selbst oder verkaufst du es? Das geht dich gar nichts an. Okay. So, Mission. Schließe eine Forschung ab. Das haben wir gemacht. Jawohl. Sehr gut. Das ging jetzt relativ gut. Oh. Zügig. Mal mit. Eine Waffenwerkbank. Können wir da vielleicht was bauen? Lass mal sehen. Hier für die. Standardlauf. Keine Mod. Eine Optik obendrauf. Klebstoff. Es fehlt immer dieser Klebstoff, ne? Eingriff. Oh, das geht. Titan. Hä, warte mal, wir hatten auch Titan gesammelt. Hatten wir nicht Titan gesammelt? Ja, gut, okay. Weitere Aktivitäten. Wir schauen rein. Das müssten wir auch noch machen. Ein Außenpostensignal. Das wird mich eher interessieren. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Dann laufen wir doch da mal schnell hin. Aber ich war der Meinung, wir haben noch so viele Ressourcen gesammelt. Es kann sein, dass die anderen das alles mit haben, ne? Das ist natürlich auch wieder sehr ungünstig dann. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Na, alles gut. Mach deine Patrouillen, ist gut. Störst mich nicht. Ist das im Wasser? Ich würde es gerne vermeiden, dieses Gebäude zu betreten. Sagen wir, ich bin allergisch gegen Bürokratie. Ja, da musst du jetzt leider durch, dass wir da reingehen. Ja, war etwas? Nein, nix ist. Alles gut. Gehen wir mal zur Orientierungshalle. Okay, es war die Haltestelle. Da war vorher kein Punkt, gell? Kein Marker. Oder war das jetzt der Marker? Nee, das ist alles gut. Ich dachte gerade, der Marker wäre noch einfach eingeblendet gewesen. Yushi. Style Among the Stars. Ah. So. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Dabei helfe ich auf keinen Fall. Was genau untersuchst du? Wer ist Karl? Na, eigentlich, was untersuchen wir? Wir versuchen, einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein.
Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Es ist eigentlich ganz simpel und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Ja dann. Let's fetz. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist auch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Ich melde mich, wenn du da bist. Antonios Laden. Na, wo ist es? Ah, das taucht schon gar nicht mehr auf. Ist erstmal nur sprechen. Das wird die hier. Das Netz anzapfen. Sodale. Ist ja ganz schön dreckig hier unten. Hey, hörst du mich? Ich glaube, das funktioniert. Ich habe nur eine grobe Übersicht, aber du müsstest in der Nähe des ersten Verteilerkastens sein. Perfekt. Gut gemacht. Okay. Das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... Oh, wow. Ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay. Prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht ein oder zwei Etagen höher? Sorry, ist weit. Na ja, wir gehen da hoch. Das sieht mir nicht nach dem richtigen Weg aus. Ich hab bald Pilotenprüfung. Das könnte schon hier drin sein. Schauen wir mal. Ah ja. So, der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Vielleicht siehst du ihn nicht gleich. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen versuchen, die Optimisten. Nee, warte mal. Das wäre Einbruch gewesen, aber wir sind hier bei den Guten. Da ist der nächste. Oh. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Mhm. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Okay, find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Gut. Okay, wie komme ich jetzt da rein, ohne dass die mich belästigen? Wahrscheinlich von hier oben, ne? Wir probieren es einfach mal. So. Ich finde die Wandgemälde irgendwie ganz cool. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Mhm. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind.
Warte mal. So, es ist Strom drauf, ne? Ah ja. Also. Runter, rauf, runter, runter. Okay. Wow, geschafft. Echt klasse. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Okay, gleich. Warte, lass mich nur schnell die Türen hier zumachen. So. Andrea, kommst du bitte raus? Das ist schon krass, wie die Leute leben hier. Komme ich da rein? Hier ist auch noch einer. Auch ein Computer erforderlich. Station. Ah, da hinten. Ah ja, wie komme ich da hin? Wie komme ich denn jetzt da hin? Wahrscheinlich einmal komplett. Da muss ich rein. Ah ja, hier, da ist sie. Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Ich helfe gerne. Solange die Bezahlung stimmt, tue ich auch alles Nötige. Stattdessen haben wir beide unsere Zeit vergeudet. Ich frage mich, ob wir es verschlimmert haben. Da bist du ein Einzelfall und ich danke dir sehr. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird... ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Ist auch gut. Sehr schön. Naja, Wechselspannung. Neue Mission. Ach, sie hat noch weitere Missionen dann. Ist so eine Neverending Story dann? Dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Nein. Zoe ist ganz schön imposant. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen, damit es nicht irgendwie entgleist? Danke. Gehen das wir ist mal echt mit. Nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Okay.
Huch, Entschuldigung. Müssen da lang, wa? Schon cool. So ein Metal Gear Anzug. Ich gehöre zu ihr. Ein Besuch vom Mars? Reizend. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick. Ich bin Luisa Reyes. Die Handelsaufsicht verdient sich hier unten ein goldenes Näschen. Psst. Teilt die Credits aber offensichtlich nur ungern. Sei doch mal ruhig. Wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Oh Mann, das hat mir heute wirklich gerade noch gefehlt. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Ich habe mehrere Messer parat. Wir kommen schon klar. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Okay. Entspann dich, alles wird gut. Wir feuern nicht den ersten Schuss ab, aber den letzten. Nehmen wir einfach an, dass es ungemütlich wird. Reagierst du da nicht etwas über? Aha. Glaub mir, ich hoffe es wirklich sehr. Ich sag dir was. Die Leute in meiner Division reden über Zoe. Sie hat jede Menge Einfluss. Nein, ehrlich. Ich will das wirklich nicht. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehre. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigungen. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich... Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen? Ja. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst, also... Soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt benutzt sie uns. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Okay. Vielleicht sagt Zoe wirklich die Wahrheit. Die war hier drinnen nur. Okay, wo geht hier eine Treppe hoch? Okay, hallo. Hi, grüß dich. Okay, dann schauen wir mal. Wie, da müssen wir hoch, ne? Hier war doch die Treppe. Ja. Also, das Gespräch lief jetzt aber auch nicht gerade so doll, ne?
Warte mal, muss ich nicht darüber? Wir haben es gleich. Müssen wir mich orientieren. Ist gerade nicht so leicht, weil wir müssen nur da hoch. 10 Meter. Da. Okay. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Danke. So. Deine Shuttle Run-Anlage. So. Wo kommen wir denn da hin? Lüftung öffnen. Gehen wir mal rein da. Vielleicht kommen wir ja von dort aus. Nicht ganz. Aber lass mal schauen, was denn hier. Okay. Textlog. Die Aktion war ein voller Erfolg. Ich finde, wir sollten den Kasten ein paar Wochen lang hier verstecken. Die UC Security dürfte jetzt alarmiert sein. Immerhin ist was von der Oberfläche verschwunden. Sonst würdet ihr doch nichts hier runterbringen. Ich bin verwirrt. Mein OBS spinnt gerade. Ich glaube nicht, dass außer uns jemand diesen Raum kennt. Vor uns war anscheinend seit Jahren niemand hier. Mara. Ja, gut. So. Ja, wenn hier den Raum keiner kennt. Huch. Ja, dann können wir hier wieder rausgehen. Sehr schön. Da müsste ich aufbrechen. Ah, hier. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Immer neugierig bleiben. Ja. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. Zoe, ich weiß, wie man... Ignorier sie und geh zu Kasten 45A, okay? Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Okay, dann schauen wir mal nach oben. Eigentlich wollte ich wo sind die hin? Weg sind sie. So, wir müssen Raumhafen. Ach, die beiden. Ich glaube, das ist so eine Hassliebe, hä? Unter den beiden. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, wenn... Wohndistrikt. Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Mhm.
Irgendwie mag ich die nicht. Wohndistrikt. Centaurian. Hey, du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Mhm. Das ist eine Etage von euch, ne? Hier sind noch überall Kameras, oder nicht? Nee. Na toll. Jetzt haben wir noch einen Einbrecher. So, ich würde sagen, der hier. Ja, das passt. Hoffentlich gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden. Na, lass mal kurz umgucken. Oliver Twist. Kapitel 1. Handelt von dem Ort, an dem Oliver Twist geboren wurde und von den Umständen seiner Geburt. So, Programmupdate. Programmupdate. Programmstatus pausiert. Aktuelles Slicing-Ziel, ATM, Transfer. Was? Gebrücklock. Ach, irgendein Schmarrn halt, gell? Okay. Daten herunterladen. Ich werde ihr die Beweise locken. Die hat einen sie war netter. sympathischeren Eindruck gemacht, so. Pardon. Letzte Nachrichten. Dodgeson. Ja, meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nerv mich nicht länger. Ich erwarte meinen Anteil und schließ die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschnüffeln. Selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun. So wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Newman. Mhm. Nein, theoretisch könnten wir die ans Messer liefern, aber wir bringen die Beweise ja an unsere gute neue Freundin. Das ist hier echt so High Society. Schickimicki. Ich habe mich verlaufen, beziehungsweise
Bin ich mal gespannt. Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten verstoßen wurden oder sonst was. Aber sie plündern, was das Zeug. Du hast es also gefunden. Mhm. Und? Hast du was für mich? Yep. Bitte sehr. Sorry, die Handelsaufsicht wird mich dafür bezahlen. Gib mir einen Moment. Nee, ich geb's ihr, weil sie ist auch Arbeiterklasse, genauso wie ich. Klasse! Ich lasse es vom Mest analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. So, und nun? Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Ich hab's gewusst. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Das war irgendwie klar. Die hat schon so einen komischen Ausdruck, ne? Alles klar, Andrea, wir können weiter. Das sieht ja alles so verschwommen aus. Ich habe nichts in den Einstellungen verändert. Das klingt nicht gut. Nun gut. Alles klar. So, wir gucken mal auf die Missionen. Zeig mal her mit den Aktivitäten. Er wird schon ein bisschen weniger. Ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge die Barkeeperin im Viewport besuchen. Alles klar. So machen wir das. Ist ja diese Richtung gar nicht weit. 38, wahrscheinlich wieder zum Fahrstuhl. Genau zum Exit. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Starfield. Ciao. Macht es gut.